Ja, hallo Anna, freut mich, Ja. dass es geklappt hat. Stell dich doch mal bitte unseren ZuschauerInnen vor. Ja, ich bin Anna Herbst, ich bin Sopranistin aus Köln und ich arbeite schwerpunktmäßig in der alten und in der zeitgenössischen Musik und freue mich sehr, dass ich dieses Jahr wieder mal beim Zamus Festival dabei bin mit einem eigenen Programm. Ja, direkt dazu, das Zamus Early Music Festival findet ja dieses Jahr unter dem Motto Spiele statt. Euer Konzert ist ja mit Machtspiele betitelt. Was kann sich das Publikum darunter vorstellen? Was wird da passieren oder wie habt ihr diese Idee Spiele umgesetzt? Ja, also ich finde es total spannend. Ich habe schon seit längerem eine Zusammenarbeit eben mit dem Berliner Barocktrompetenensemble und dem Johann Plietsch. Wir waren zusammen in Berlin und beim Hohenloher Kultursommer zum Beispiel mit Konzerten. Und als dann vom Ira Gyvol das Thema kam, Games oder Spiele, habe ich mit dem Johann telefoniert und wir haben sofort gedacht, wir wollen was machen zum Thema abenteuerlicher Simplicissimus. Das ist ein Roman aus dem späten 17. Jahrhundert und da geht es eben um den Dreißigjährigen Krieg. Und das Thema Spiele kommt da auf verschiedene Arten vor. Also einmal auf eine, wie soll ich sagen, doch eigentlich eher traurige Art, weil der Titel Held gerät so in die Kriegswirren und wird so quasi wirklich hin und her geworfen zwischen den verschiedenen Kriegsparteien. Und das ist teilweise auch ziemlich grausam so. Aber für die, die da mächtig sind, ist das eben wie ein Spiel. Da wird der halt, ja, wie so eine Spielfigur quasi benutzt. Und ansonsten gibt es halt in diesem Roman auch ganz, ganz lustige Passagen. Der Simplicius, da der Titelheld, ist halt selber auch als Narr zum Beispiel verkleidet oder verkleidet sich in Frauenkleidern oder als Eremit und führt auch einfach andere sehr, sehr an der Nase herum. Also hat auch eine humorvolle, spielerische Komponente. Und deshalb haben wir beide gedacht, Mensch, das ist ein super Thema für dieses Games-Festival oder Spiele-Festival. Und da haben wir gleich so mehrere Ebenen, die ein bisschen auch ja, eine barocke Sichtweise repräsentieren. Natürlich ist Krieg derzeit aktueller denn je in Europa. Ist natürlich auch total interessant, das aus der Sicht der Mächtigen zu sehen, beziehungsweise aus der quasi Opferperspektive des Simplicissimus. Wie habt ihr die Stücke ausgewählt oder wie habt ihr den Rahmen geschaffen für diese Erzählungen? Ja, also wir haben halt geguckt, wir haben Komponisten ausgesucht aus dem 17. Jahrhundert, die eben in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges passen. Und da ist sehr viel sakrale Musik dabei, weil das eben damals ja ein ganz, ganz häufiges Genre war. Und wir haben versucht, mit unserem Programm quasi zwei Perspektiven zu zeigen. Einmal so die Innenperspektive von unserem, ich sag mal, Titelhelden, also von dem Simplicius, der ja auch gelesen wird, gesprochen wird vom Walter Gontermann. Und der Sopran übernimmt dann in diesen Stücken so ein bisschen die innere Stimme von ihm und hat halt so die Affekte, die Gefühle, das, was in ihm vorgeht. Und die Instrumente haben ein bisschen so die äußere Perspektive. Also wir haben ja Blechbläser dabei, eben, ne, Trompeten und Posaunen, die auch das Kriegerische, das Herrschaftliche und auch so ein bisschen martialische Farben mit einbringen. Wir haben auch einen Perkussionisten dabei. Und dann können wir so ein bisschen zeigen, wie geht's ihm innerlich und was passiert sozusagen im Außen. Das ist so die Idee des Programms gewesen. Für dich als Sängerin, wie ist für dich die Musik mit Spiel verbunden? Also wo tritt für dich das Spiel auf, auch so im Alltag als Künstlerin? Ja, das ist eine total schöne Frage. Also ich finde einfach, Musizieren ist immer auch Spiel und immer auch spontan und Improvisation. Ich meine, man probt sehr viel und legt sehr viel fest und dann steht man am Ende auf der Bühne und in der Live-Performance ist ja doch sehr, sehr vieles dann immer anders und man versucht spontan zu reagieren. Jedes Konzert ist anders und das hat eben was Spielerisches und ich denke auch, dass man über den spielerischen Aspekt so zu seinen Klangfarben kommt. Also für mich ist es sehr wichtig und was ich sehr, sehr liebe an meinem Beruf, dass ich mit der Stimme versuchen kann, verschiedene Atmosphären zu erzeugen. Und das sind eben so Farben, die ich im Klang meiner Stimme suche. Und das funktioniert eben nur über Spiel. Das kann ich mir nicht vornehmen und sagen, so, jetzt arbeite ich irgendwie 10 Punkte ab oder so, wie es klingen soll, sondern ich experimentiere damit und auch im gemeinsamen Spiel halt mit dem Ensemble-Kollegen und Kolleginnen ist das eben dieses gemeinsame Finden von einem Klang. Und das hat was total Spielerisches und macht einfach auch immer super viel Spaß. Und besonders als Sängerin hast du ja, ich glaube, es gibt keine Musikerin-Richtung, die mehr mit Spiel zu tun hat, oder? Also du wirst ja sicherlich auch
Opernerfahrung haben oder da wirklich auch szenisch gespielt haben. Wie sehr ist das jetzt noch, also quasi bei dem Konzert dann auch ein Faktor, dieses Rollenspiel? Auf jeden Fall, das ist total wichtig. Und wir haben ja dadurch, dass wir den Walter Gontermann als Sprecher haben, der ist ja Schauspieler. Also der versetzt sich auch wirklich emotional in die Geschichten rein, die er liest. Und das gibt mir dann auch zum Singen nochmal einen ganz anderen affektmäßigen Drive, die Stücke zu gestalten. Und gerade bei diesen Werken, die wir haben, die ja teilweise relativ streng auch nach Kontrapunkt, Vorschriften und so komponiert sind, zum Beispiel von Schein und von Schütz, wird das sehr, sehr interessant sein, so diesen Kontrast zwischen kompositorischer Struktur und Affektgehalt irgendwie im selben Moment zu haben. Und da bin ich total gespannt, auch wie das sich entwickelt wird auf der Bühne, weil da bekommt das ja nochmal ein ganz, ganz eigenes Leben immer in dem Live-Konzert. Mhm. Ihr seid im Altenberger Hof in Nippes. Kennst du das? Kennst du die Bühne da? Hast du da schon mal gespielt? Nee, ich bin da noch nie aufgetreten. Ich freue mich total. Ich kenne das als Location, ja, schon. Ich war schon da, aber eben nur als Besucherin, ja. Wir werden auf jeden Fall auch ein bisschen was Open Air machen können, wenn es jetzt nicht total regnet. Was ich jetzt meine, ich hoffe im Mai. Genau. Ja. Werden die Trompeter auf jeden Fall vorher auch draußen im Hof 10 Minuten spielen können. Und das ist natürlich toll, weil das hat dann diese Open Air Outdoor-Atmosphäre, ja, die einfach total gut passt und die ja eine besondere Qualität auch immer bei den Blechbläsern ist, dass die sozusagen wetterunabhängig sind, ja. Das stimmt, das stimmt. Obwohl Stimme ist ja auch relativ wetterunabhängig. Stimmt, aber es klingt halt einfach draußen nicht so gut, wenn man singt ohne die Akustik eines Raumes. Ne? Also die Hälfte vom Gesang ist ja eigentlich immer der Raumklang. Ne? Das stimmt, ja. Dann hoffe ich mal, dass da der Altenberger Hof entgegenkommt. Wie kann sich denn das Publikum auf das Konzert einstellen? Was erwartet das Publikum deiner Meinung nach? Ja, also ich denke, man muss sich da nicht vorbereiten. Also man muss vorher nicht den Simplicissimus komplett gelesen haben, um zu verstehen, worum es geht. Das ist natürlich ein ziemlich ausschweifender Roman, der auch extrem komplex ist von der Handlung her, ne, von 1669. Also mit allen, wie soll ich sagen, sozusagen sprachlichen barocken Verzierungen, die wir in der Musik haben, hat das der Grimmelshausen da auch in der Sprache. Aber der Walter Gontermann wählt die Texte so aus, dass man das auch verstehen kann, ohne dass man die komplette Handlung vorher kennen muss. Es gibt einfach so Stationen aus dem Leben von dem Romanhelden, vom Simplicius, was ihm so widerfährt. Und wir versuchen halt musikalisch das Innenleben von ihm wiederzuspiegeln. Also so die emotionale Welt, die Affekte, die da in ihm vorgehen. Und das eben auch verbinden mit den verschiedenen Stilen, die es damals in Deutschland musikalisch gab, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Als Sängerin mit Barocktrompeten zusammen zu singen, ist das eine besondere Herausforderung für dich? Ja, also ich liebe das wahnsinnig. Ich habe ja selber früher auch Blechblasinstrumente gespielt, erst Trompete und dann Horn. Und ich arbeite wahnsinnig gern mit Blechbläsern zusammen sowieso, weil es eben einfach der menschlichen Stimme total nahe ist. Wir arbeiten alle mit dem Atem. Gewisserweise spielen beim Singen die Lippen ja auch eine Rolle, ne? Und die Barocktrompeten haben einfach einen ganz warmen Klang und einen sehr, sehr feinen Klang. Man kann damit unglaublich viel machen, auch so mit verschiedenen Intonationsschattierungen, was ich sängerisch auch immer total gerne nutze. Also zum Beispiel so Auflösungen von Dissonanzen und so für bestimmte Art mit Vorhalten umzugehen. Und das empfinde ich immer als ziemlich ähnlich bei den Barocktrompeten wie bei meiner Stimme. Deshalb freue ich mich da total drauf. Aber die haben auch die Möglichkeit, ich bin ja jetzt nun kein dramatischer Sopran, also sind kein Wagner. Ne? Die haben halt auch die Möglichkeit, durch das Blech und auch die Percussion, die wir dabei haben, wirklich mal richtig so reinzuhauen und richtig einfach auch dieses Martialische des Krieges darzustellen, was man eben einfach braucht. Das ist eine wichtige Farbe, um zu verstehen, was in dem Titelhelden da vorgegangen ist. Und da freue ich mich drauf, weil die da ja wirklich meine klanglichen Möglichkeiten einfach nochmal sehr, sehr erweitern mit ihren Trompeten. Also sozusagen wirklich ein Machtspiel mit Klanggewalt. Das klingt genau. Sehr, sehr schön. Was macht für dich das Zentrum für alte Musik so besonders in Köln? Ja, also ich finde das ZAMUS, ich bin ja jetzt schon einige Jahre dabei und es ist einfach immer noch einzigartig in Deutschland, weil es ist so eine Vielfalt an Menschen. Und Köln war ja auch wirklich eine ganz, ganz wichtige Stadt, so in der Bewegung der historischen Aufführungspraxis schon seit vielen Jahrzehnten. Und für mich persönlich, ich bin ja in Köln unter anderem mit aufgewachsen so und eben auch musikalisch groß geworden und habe
hier studiert, viel Konzerte gehört beim Forum Alte Musik, damals noch in Deutschlandfunk, dann im WDR und so. Und das war für mich total prägend. Und hier im ZAMUS habe ich diese ganzen Leute dann alle persönlich kennengelernt, die ich erstmal so früher, als ich noch Jungstudentin war, nur von der Bühne her kannte. Und es ist einfach toll, die Vielfalt hier ist so groß. Es gibt alle Generationen auch an Musikern, die sich mit alter Musik beschäftigen. Also es sind jetzt welche, die sind schon quasi im Ruhestand oder gehen darauf zu. Und welche, die kommen ganz frisch vom Studium. Und das verbindet sich hier alles zu so einer ganz kreativen Community. Das finde ich wahnsinnig toll. Und ich bin echt super stolz, dass ich hier Mitglied bin und schon auch so lange dabei bin. Und es ist ein ganz, ganz eigener Geist, finde ich hier. Und ich finde eben auch, die Öffentlichkeitsarbeit ist toll. Die Melanie Fröhli macht das wahnsinnig gut, einfach an die Leute heranzutreten. Und das ZAMUS ist in der ganzen Stadt bekannt. Wenn mich alle fragen, was machst du? Und ich sage, ja, ich habe ein Konzert beim ZAMUS Festival. Dann ist das sofort ein Begriff. Und das bringt die alte Musik, finde ich, wirklich richtig nah an das Publikum. Und das halte ich für eine große Stärke des ZAMUS. Das denke ich auch. Also es geht ja viel darum, auch Leute, die vielleicht noch keine Berührung mit der alten Musik hatten, über neue Konzertorte oder neue Konzertformate und in Kombination mit anderen Kunstformen eben an diese Musik ranzuführen, um vielleicht zu zeigen, dass es nicht immer quasi alte Musik nicht unbedingt alt sein muss und wir müssen nicht immer mit Kerzen in Kirchen Konzerte haben, sondern können auch wirklich in anderen Räumen diese Musik zum Klingen erbringen. Und genau das macht ihr ja auch in eurem Programm mit dem Sprecher und dem Gesang und dieser Geschichte, die erzählt wird. Es ist ja gar nicht die reine Musik, die zum Tragen kommt, sondern wirklich eine umrundete Geschichte. Genau, geht immer um das Brückenschlagen, denke ich, ne? Zwischen damals und heute. Das ist ja, oder empfinde ich so als unsere Aufgabe einfach als Musiker, die so historisch informiert arbeiten, dass die Menschen einfach im Publikum auch eine gefühlsmäßige Verbindung finden können zu der Musik, die es damals gegeben hat. Weil die wurde ja von Menschen komponiert, die dieselben Affekte hatten wie wir heute. Das, denke ich, hat sich nicht verändert. Die Art, das auszudrücken, hat sich verändert. Und die Mittel, die man zur Verfügung hat, waren anders als die wir heute haben. So. Und das ist so besonders schön, finde ich, auch an unserer Epoche, in der wir jetzt heute sind, dass wir diese Vielfalt zur Verfügung haben und dass wir halt sehen können, wie hat man damals vielleicht dasselbe gesagt, was man heute ganz anders sagen würde. Und darin findet sich, finde ich, so eine unglaubliche Schönheit. Und das ist einfach die große Stärke von unserem ZAMUS, dass wir das den Leuten zeigen können und dass die dann auch Lust haben zu kommen, weil es so ein nahbarer Ansatz ist und man nicht das Gefühl haben muss, in einem Konzert zu sitzen und man muss irgendwie ganz viel gelesen haben oder sich besonders schön angezogen haben oder, weiß ich nicht, irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, sondern man kann einfach kommen und dann Zugang finden. Ja, sehr schön gesagt. Danke. Jetzt mal zum Abschluss. Was kann denn das Publikum von diesem Abend erwarten? Was wird passieren? Wann? Wo? Ja, also das wird ein wunderbares Konzert mit Sprecher und Lesung aus dem abenteuerlichen Simplicissimus von Grimmelshausen zusammen mit Musik aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Und zwar am 24. Mai um 19:30 Uhr im Altenberger Hof.